Auch das Ding werden wir locker überleben. Natürlich. Da bin ich sehr zuverlässig mit meinen zwei Freunden hier. Meinst Schrotflinte und Jagdgewehr, oder was? Oder Pistole und... Ach, du meinst uns. Okay. Ausnahmsweise mal euch, ja. Okay. Ja, der Hügel, der muss noch weg hier irgendwie so. Guten Abend, Angel. Hallo. Genau richtig, guten Abend. Genau. Mhm. Komm rauf. Oh, da ist noch was zum Einsammeln. Ja, klingt so. Klingt so. Oh, nochmal Bücher, die ich nicht gelesen habe. Hoho. Was haben wir da? Machen wir das. Ja, sehr schön. Vielleicht noch da. Okay. Blutimundi. Blutimundi? Blutimundi. So, diesmal dürfen sie aber nicht drüber springen, weil der Decke habe ich jetzt ein Stück runtergezogen. Das Eisen jetzt mitgebracht oder nicht? Ja, aber das gebe ich dir doch nicht draußen. Geduld, junges Fräulein. Wir haben noch eine ganze Stunde, die wir totschlagen müssen. Also eine und eine Viertelstunde. Ich kann ja hier nicht hinsitzen. Ja, stimmt, ja. Und ich kann was trinken. Jetzt schon? Ja, dann ist mein Leist wieder voll. Ja, das geht mir auch immer so. Aber bei mir ist eher die Blase, die voll ist. Und dann erst die Leiste. Okay. Ja. Wie sieht es so gesamtsituationstechnisch? Gucken wir nochmal. Ja, ein Punkt. Der bringt mir halt nicht so viel. Achso. Punkte. Oh, ich habe noch 3 Stück. Warte mal. Wo war ich denn? Stimmt, ich wollte das noch fertig machen. 3 Punkte. Bam, fertig. Bam, fertig. So, dann habe ich die Stärke auf Stufe 10. Was war Stärke nochmal? Du wirst stärker. Der Muskelarm. Ja, ich verursache jetzt 300% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit Schrotflinten, Knüppeln, Vorschlaghämmern und Werkzeugen mit Bergarbeitermeister eine Chance von 50% dein Ziel zu zergliedern. Ne? Ja, ist nicht schlecht, ne? Ja. Das ist meiner. Das, was ich hab. Nee, das will ich nicht. Da müsste es sein. Oh, warte mal, Mario, du hast doch Schrotflinte, ne? Hier, schmeiß ich mal raus. Und Magnum hat keiner von uns, ne? Noch nicht. Noch nicht. Du, ich habe gesehen, du hast hier Granaten und so einen Scheiß. Ja, habe ich. Nicht hier drin werfen. Mach, was du willst. Geh raus, aber nicht hier drin. Genau. Die wurden mir gebracht. Ich habe sie zu Hause gelassen. Gut. Das ist gefährlich, ihm das zu geben. Stimmt. Einfluss auf vorhanden. Na, mal gucken, ist er jetzt die zweite Blutmondnacht, die wir haben. Also noch nichts Schlimmes. Sehr süß, eine Holzklappe. Ja, da hatte ich noch nicht aufgewertet können. Nein, oder? Und da ich ja die neue schon baue. So. Ja. So. 20 Minuten noch, komm. Naja. Ja. Der 20 Realtime, da hätte ich ja noch shoppen gehen können. Begib dich zum Sammelpunkt, Schatzi. Nur 787 Meter. Oh ja. Das mache ich. Lauf schnell. Lauf, Forrest, lauf. Das schaffe ich. 20 Minuten, kein Ding. Da ist noch. Oh, da ist eine Pumpgun. Oh, was hast du für eine Schrotflinte? Eine 4er. Höher kann ich noch nicht. Eine 4er? Warte mal, was ist die Pumpgun? Ist die Pumpgun besser? Ja, weil die kriegt 6 Schuss rein. Die Schrotflinte nur 4. Ja, dann schmeiß ich die raus. Okay. Dankeschön. Stufe 1, alles klar. So.
So, ich bin gerade wieder angekommen von der Quest. Ich habe die Quest fertig und die Blutmond geht los. Aha. Okay. Ja, haben keinen Nutzen das nächste Mal. Beziehungsweise, vielleicht reicht es ja gerade noch so. Hä? Ich dachte 22 Uhr. Ah ja, da hinten, das, da kommen sie. Okay. Jetzt kommen sie. Hallo. Aber wir schießen nicht gleich, oder? Nö, erstmal knüppel ich. So. Acht Stück, Entschuldigung, acht Stück gibt's da. Guten Morgen. Achso, warte mal, lass mir mal die ganzen Sachen mal schlucken hier. Bam. Der ist geflogen. Ich will weiter. Die können fliegen. soll ich langsamer machen? Nee. Damit ihr auch mal zum Schlag kommt. Habt ihr eure Dinger eingeworfen, alles? Ja, oder? Ja. Ja. Gut. Und sogar nicht nebenher noch einen Kaffee getrunken. Oh, der Digger. Kopf ab. Klatsch. Oh, Level 49 erreicht. Kann da echt Kisten finden. Schön, schön. Von meinem Sohnemann. Ah. Ist auch wieder da, ja, hallo. Ich liebe die Pumpgun, vielen Dank dafür nochmal. Das glaube ich. Konfetti. Oh ja. Okay. Oh, warte mal, ich brauche mal neue. Schatzi. Ja. Kann sie nicht einfach gehen. Ich muss doch hier reparieren. So. Mach mal die. Party! Ich glaube, oben haben wir einen Geier. Oder? Nee. Ich sehe gerade keinen, aber das klang zumindest so, als ob ja. Okay. So, wir haben Silvester. Hallo, schön. Hi, hi. Happy Birthday to me. Yeah. Konfetti. 44. Ja, die Konfettikanonen besorgt. Vorsicht, Alien. Ja. Die sind ein bisschen zäher. Hab ich gelobt. Naja. Oh, schade, Konfetti vorbei. Schade, Granate. Da oben ist er. Hört sich doch. Hast du ihn endlich? Ja. Na, hier unten sind zwei. Mach ihn tot, Schatzi, unter dir. Ja, ich hab ihn. Der nächste. Oh. Versuch. Geh weg. Guck mal, ich kann mich sogar mit dem Kommen werden. Oh, die hängt. Und wieder einer.
Nee. Oh. Irgendwas ist. Da. Wenn du schaffst, Pelle, kannst du gerne die gelben Dinger vor dir rausluten, wenn du Lust hast. Wenn ich repariert habe, sehr gerne. Ja, ja, gut. Alles gut. Boah, Level 50. Ja, die ist hier. Ja, alles klar, hab's ja. Das sind aber Schleinige, die hier kommen. Da ist noch einer unten links, ja. Ein Kabler. Ja, da kommen wir nur nicht ran. Dann müssen wir warten, bis er hochspringt zu uns. Warum kann ich da nicht reparieren? Ach, da ist er. Hab ihn. Der nächste, okay. Ja. Hab ihn. Hab ich die Nase voll, ich muss reparieren und er steht im Weg. Meine Güte. Von dir denn hier. Hallo? Ich liebe dieses Gewehr. Oh. Kann ich jetzt endlich ja, aber ein Arm weniger. Wow. Lass das nochmal auf. Ah, nee, das geht nicht. Guck mal, der Hammer hat gereicht. Ist das der Hammer. Auf der linken Seite sind noch welche. Da oben ist noch ein Geier. Der war ein Geier. Aber links kommt die Hunde jetzt, so wie es klingt. Ja, da ist noch einiges da. Ja. Habe ich aber vorne wenigstens Platz schon zum Reparieren. Ja. Als Schatz, ich stehe mir im Weg. Warte, ich muss kurz mal die Sachen hier einsammeln. Oh. Wird ein Geier von oben, hä? Ja. Aber kurze Lebensdauer gefühlt. Ich habe sehr gut da drüben die Barrikaden rundherum auf drei Ebenen gemacht quasi. Ja. Braucht eine ganze Weile, oder? Sollen wir rauskommen? Achso, die versuchen da gerade durchzukommen bald. Die versuchen sich echt da durchzuquetschen. Statt sie von vorne kommen, ne? Ja. Ah, die Frage ist, kommen sie jetzt, wollen sie durch die Seite durch, weil da irgendwas ist, wo sie rankommen, oder? Eigentlich. Ach, da habe ich gerade irgendwas. Ja. Hier hinten ist nichts futsch. Sieht noch gut aus, gell? Ja. Okay. Da kommt wieder ein Geier. Das war ein Geier. Boah, Level 51. Da ist noch ein Kriecher direkt vorne, aber da kommen wir gerade nicht ran. Ja. Wo ist denn da? Oh, meine Waffe. Oh, reparieren. Jetzt doch nicht! Ich hoffe, ich hab dich jetzt nicht, gebrochen. Ja. Ja, was kommt denn da noch an? Hallo? Ja, ich kann doch vorne nicht reparieren, wenn die so nah dran sind. Ja. Und? Mann!
muss da vorne reparieren, aber ich will das nicht. Naja, die sind gerade hier echt. Ich muss meine Waffe reparieren. Oh, du Dicke. Können wir nicht einfach einen zurück? Nein, wir können noch mal einen zurück, ja. Okay. Zumindest mal, bis ich repariert habe. Oben muss noch irgendwas sein, oder? Ja, Geier, alles klar. Ich höre noch was. Rülpsen. Hört? Wo klopft der? Ja. Klopft. Warte mal. Ah ja, hier unten. Glaube jetzt. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es, ne? Ja. Also, ich repariere hier drinnen zumindest. Oder lohnt sich das Reparieren? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, bis zum nächsten Mal werde ich fertig haben. Oh, ich habe irgendwie. Warte mal. Irgendwie bin ich voll. Moment. Die hier haben die hier weggeräumt. Aber wirklich alles. Ja. Ah, guck mal, hier haben sie ein bisschen durchgebissen. Oh. Also, sie waren auch hier, hier unten drunter. Ja, aber von unten oben ist alles heile. Ja. Ja, gut. Ja, die kamen halt. Gott sei Dank hätten die das hier. Dann hätten sie zwar bloß noch ein Stein-Dings, aber. Ja. Aber für die Geschichte, für. Warte mal, das ist jetzt Tag 1, 2. Für zweimal hat das Ding komplett gehalten. Also sauber. Habe ich keinen Platz mehr, ich bin rappelvoll. Warte. Achso, hier liegt ja noch. Ich wusste nicht, ich bin ja links rum. Ich nehme alles mit. Drin habe ich leer. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Also das kann weg. Das kann. Schlafdecke? Ja. Ich hab keinen Platz, warte mal. So, na, ich kann. Oder einen Dune mit? Ja, ach, nimmst du mir mit? Nee, du kannst auch nicht, gell? Nee, den doch, kannst du nicht. Der stapelt ja. Ah, nee, geht aber nicht. Stimmt. Schmeiß mir irgendwas raus, Melle? Irgendwas. Ich hab noch Platz. Gut. Ein Lederbrustpanzer 1 hab ich. Na, ich hab Militärweste, genau. Das schrotten wir mal. Das schrotten wir mal. Okay, Eisenschaufeln. Da haben wir ja schon Stahlschaufeln. Militär. Gut, ich glaube, dann gehe ich erstmal zu Hause einsortieren, wa? Ist Swordhelm höher als Militärhelm? Weiß ich nicht. Also, warte mal. Machen wir deine Daten von oben nach unten. Dann vergleichen wir. Nee, warte. Okay. Ach so. Ja, niedrigere also höhere Explosionswiderstand, höhere kritischer Rüstungswiderstand und maximale Haltbarkeit plus 50. Aber Ausdauer und Beweglichkeit und Geräuscherhöhung ist langsamer. Aber wenn du den haben willst, kannst du ruhig erstmal, weil. Nee, ich nehme lieber mehr Militär. Ich bin so ein Militärtyp. Du wolltest aufs Wort gehen, nicht? Dann? Nee, ich wollte auf Militär. Ach so, okay, gut. Tschum. Voll den Speed hier, ey. Haben wir alles, ne? Aber jetzt haben wir wieder keine Kuschelkiste, ne? Ey, du kannst das ruhig in die Mitte schmeißen, der Garagenkiste, aber das fliegt ja demnächst eh alles raus, weil wir rübergehen. Oder meinst du drüben im Haus eine Kuschelkiste? Nee. Ah, da wollte ich eine Kuschelkiste machen. Guck mal, warte mal. Ah, nee, Das ist halt das Ding so nach dem Motto, wo, am besten hier direkt vors Haus, oder? Also irgendwie so. Genau. Oder hier vor dem Kellereingang, irgendwie so. Wenn du mach das frei. Ach so, apropos, soll ich die Eisendinger da drüben jetzt abbauen? Die Fallen? 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 Wo? Die repariert hast die ganze Zeit. Falltüren. Die werden ja nicht mehr gebraucht beim nächsten Mal. Achso, nee, den Loch lässt du sie stehen. Okay. Also noch nicht schafft. Genau. Okay, ich pack das jetzt hier rein. Ja, Maishund. Und jetzt können wir den Scheiß da rein. Ja.
Okay. Dann machen wir da mal das rein. Okay, das ist jetzt, sag ich mal, das da. Was ist das denn? Hi, grüßt mir. So, okay. Da ist noch ein Büchlein. Nochmal das da reinstopfen. So, und das kommt auch noch mit zu mir. Okay, also Militärhelm ist auf jeden Fall besser Stufe 1. Also insgesamt, weil der hat okay. Ja schon bei Stufe 1 drei Dinger. Und so wie das Stahldinger. Also ist Sworthelm niedriger als Militärhelm. Okay. Mal den in die Händlerkiste rein. Der hat auch ein Helmlicht, aber... Also ich habe jetzt nichts aufgeräumt. Ich habe das nur da reingeschmissen, ne? Ja, ich habe jetzt auch so ein bisschen oben in der Küche reingeschmissen, dann da drüben ein bisschen reingeschmissen. Ja, aber hier unten an der Haustür hat's. Ja, also hier hast du hoffentlich nichts mehr zu essen reingeschmissen. Essen ist alles inzwischen drüben. Ich habe nichts mehr zu essen hier drin. Also Essen in die Kuschel. Weil wieso hast du da zwei reingemacht? Warte mal, voll sind es oben hin. Niemals. Ah. Niemals. Niemals, sagt der Herr Doktor. Und da liegt der Hirsch vorbei. So. Oh, juch. Ich muss meine Munition erstmal wieder loswerden. Ich habe keinen Platz. Das mit Kiste zu verkaufen. Das Schussspitzen. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Und zwar. Das da. Geschossspitzen, Schießpulver, Patronenhülsen. Achso, warte mal. Schießpulver, das war ja. Ulle und Nitrat. Naja, da. Ach so, in der Chemiebank. Oder halt ja, Kohle, ja. Nitrat. In der Chemiebank ist halt günstiger, okay? Ja gut, dann weiß ich ja, was zu tun ist, ne? Ja, deshalb, wir hoffen ja, dass wenn Crackbox kommt hier, dass du da ein Crack im Buch bist. Ja, aber sowas von, Alter. So. Mein Labor, mein Chemielabor für die Apotheke, die packe ich in den Augenkeller. Alles, was ich dann brauche dazu. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ich weiß. Ist halt die Frage, wo wir da drüben, wir haben ja jetzt keine Kiste mehr, wo wir die Bücher reintun, die wir gucken. Da müssen wir es so machen, jeder von euch muss immer in diese Kiste reingucken, wenn es nichts Spezielles ist. Und muss in diese, ja genau, die Kisten da irgendwo reingucken. Genau. Ja, weil das war was. Weiß ich nicht. Ja, das sind ja Kuschelkisten zum Aufräumen, ne? Zum Aufräumen, aber wir haben ja noch keine Kiste, wo wir sowas wie, wo packen wir die zum lesenden Mods-Ding, außer die Sachen, die wir den Leuten in die Hand drücken. Okay. Das sind ja sowas wie Ödland-Schätze quasi, die jeder von uns braucht, um irgendwas machen zu können, so in der Richtung. Naja, stimmt. Die Kisten da hinten sind ja so gut wie leer gerade. Ja, die Kisten ist nur noch dein Zeug drin links. Warte, ich mache. Dein Medizinzeug ist da drin. Warte mal. Ja, das wollte ich gerade mitnehmen. Ah, okay. So, und was wolltest du jetzt einen Schrank drüben für was? Ein zum wir Lesen. Haben doch, guck mal, ja, genau. Wir haben doch hier rechts oben in der Kiste haben wir zumindest sowas wie Mods-Lesesachen. Entweder wir packen das in die Mods-Kiste direkt mit rein. Ich mache drüben eine Schublade mit Büchern. Weil schade, dass wir diese Bücherschränke nicht nutzen können, weil die sehen ja auch schon geil aus, aber... Nein. Das ist schade. Okay, neben dem Sofa. Okay, machen wir es so. Stimmt, ich muss nochmal Blei sammeln gehen demnächst dann, okay. Naja, solange wir es nicht brauchen, kannst du ja auch... Die Bleibatterien. Und Motor weiß ich nicht, die geben glaube ich Eisen, aber Bleibatterien haben glaube ich Blei. Nö. Ich würde einfach in die Mine runtergehen und nach Blei buddeln. Ah ja, okay, dann ist gut. Das ist mir angenehmer. Ja. Wollen wir noch mal eine Runde questen oder wollt ihr hier bleiben? Ich ausgepackt habe, gerne, ja. Ich bin gerade unterwegs, die Medikamente rumschieben. Aber dann würde ich sehr gerne mitgehen. Kannst du es nicht in der Nacht machen? Aber ich habe doch jetzt schon die Taschen voll. Ja, dann mach die doch da rein. Mein Gott. Ich soll noch 2 Minütchen warten. Nee, kann ich nicht. So einfach ist das. In dein Gesicht. Ich kann nie warten. Also das Chaos ist jetzt ihnen verschuldet. Ja. Das kann man nicht bitten. Nee. Das
Da rein. Rotmo